Donnerstag, 4. Februar 2010, das sind die Walliser Nachrichten auf den Oberwallis und diese Themen hier haben im Wallis für Schlagzeilen gesorgt. Umstrukturierung bei der SBB Gorgo, Gefängnisbrand zu Grasch und wie weiter mit der Rabea Grant. Schön, habt ihr eingeschaltet. SBB Gorgo kommt in eine separate Gesellschaft ausgegliedert, um unter anderem kostengünstiger zu produzieren. So tut man die Geschäftsfelder Wagenladungsverkehr Schweiz und der Bereich International voneinander getrennt weiterentwickeln. Dazu will man das Angebot besser mit den Kunden abstimmen. Die eigenständige Weiterentwicklung der SBB Gorgo führt euch zum Stellenabbau. Die Mitarbeiter will man aber möglichst in anderen Bereichen bei der SBB einsetzen. Entscheiden über konkrete Umsetzungen von einem Punkt erwartet man den im Sommer. Mitaktionär Boot zahlt 25 Millionen ans BAM und hat vor, noch weitere 25 Millionen zu investieren. Laut dem Bruno Boccolli, Verkaufsdirektor von einem franchierten und unabhängigen Kunden in der Schweiz, wird man das Geld in die Infrastruktur investieren. So unter anderem auch in den neuen Lastwagenpark und in die Informatik. Trotzdem hat man aber 5 Personen entlassen, das wegen zu hohen Personalkosten und 2 Filialen. BAM schafft jetzt auch mit der Post zusammen. Das heisst, für jede Poststelle, die zugeht, kann das BAM im jeweiligen Geschäft die Arbeit von der Post übernehmen. Statistisch gesehen ist die Zahl von Krebserkrankungen im Wallis in den letzten 20 Jahren gestiegen. Laut der Katrin Mengis-Bay, leitende Ärztin für Innere Medizin, Onkologie und Hämatologie im Arzado, erkennt man mit der heutigen Technik den Krebs besser und schneller. Weitere Punkte sind auch nur, dass die Leute älter kommen und im Alter steigt die Gefahr an Krebs zu erkranken. Was aber die Statistik auch noch beeinflusst, ist, dass mit der heutigen Mittel die Patienten länger kennen mit ihrer Krankheit leben und dadurch länger in der Statistik sind. Jährlich erkranken in der Schweiz rund 35'000 Menschen an Krebs. Jeder dritt mindestens einmal in seinem Leben. Am Mittwochabend ist in einer Gefängniszelle in Grange ein Virus gebrochen. 2 Ausschaffungshäftlinge haben dabei Rauchvergiftungen davon getragen. Laut der Kantonspolizei hat man die 2 Verletzten ins Spital liefern, sie sind aber nicht in Lebensgefahr. Warum das Virus gebrochen ist, weiss man zurzeit noch nicht. In Wallis registriert man hohe Bereitschaft zur Organspende. Allgemein hat man schweizweit in den letzten 2 Jahren eine Zunahme von Organspendern von rund 30% verzeichnet. Gleich gab es aber noch Organmangel. Letztes Jahr waren 996 Personen auf der Warteliste. So viel wie noch nie. 70 Leute sind verstorben, weil man keine passenden Spender für Ski finden konnte. Die Primarschüler im Wallis gehen mit 1'000 Stunden im Jahr schweizweit am längsten die Schule. Der Schweizer Durchschnitt liegt nämlich bei 800 Stunden. Was für Auswirkungen das hat, ist noch nicht erforscht. Kantonal wird unterschiedlich viel für die Bildung der Schüler ausgegeben. Das zeigt unter anderem von der finanziellen Lage der Kantine ab. Das alles nachlesen kann man im Bildungsbericht Schweiz 2010. Der soll dann in Zukunft einen Einfluss darauf haben, wenn es darum geht, im Bildungswesen Entscheidungen zu treffen. Zum Sport Ski Alpin. Im Winter 2009-2010 hat sich Rabea Grant unter anderem zum Ziel gesetzt, sich für Olympia 2010 zu qualifizieren. Weiter hat die Oberwalliserin eine Top-30-Platzierung in der Slalom-Weltcup-Wertung erreichen. Das Wetter vom Donnerstag hat sich recht wechselhaft präsentiert. Ist am Morgen noch überzogen gewesen, hat es gegen Mittag leicht aufgetan, für das, dass es am Nachmittag wieder zugetan hat. Was für Wetter, das wir am Freitag erwarten dürfen, schauen wir es doch an, hier im Walliswetter. Die Wetterkamera von Obergäschlen zeigt es gut. Das Wetter hat am Donnerstag nicht so recht gewusst, was es wollte. Sonne und Wolken haben sich den ganzen Tag mehr oder weniger abgewechselt. Auch der Freitag ist stark bewölkt im ganzen Oberwallis. In höherer Lage kann es zum Teil auch leicht schneien. Nur vereinzelt mag sich die Sonne durchsetzen. Die Temperaturen steigen praktisch im ganzen Oberwallis in den Plusbereich. Einzig im Gums gibt das Thermometer auf minus 1 Grad. Im Talgrund gibt es Höchstwerte von 4 Grad, im Saas und im Mattertal plus 1 Grad und im Lietschental und Sleckerbad können wir Pluswerte von 2 Grad erwarten. Und so sehen die Prognosen für die nächsten Tage aus. Der Samstag ist stark bewölkt, im Talgrund müssen wir mit Niederschlag und in höheren Lagen mit leichtem Schneefall rechnen. Am Sonntag beruhigt sich das Wetter ein bisschen, es zeigt sich wieder die Sonne und das mit Höchstwerten am Talgrund von plus 4 Grad. Noch besser sieht der Wochenstart uns, da können wir uns doch auf längere sonnige Abschnitte freuen. Das waren die Walliser Nachrichten auf Teil Oberwallis.
Hier geht es Gott im Anschluss weiter mit der Sendung «Was macht eigentlich?». Der Michael Salzgeber hat sich dazu mit Hubert Baumann getroffen, ehemaliger Gemeindepräsident von Saas-Fee. Ja, und da sind recht interessante Geschichten aus dem Gletscherdorf rausgekommen. Merci fürs Zuschauen. Ade miteinander.